Was mich so an dem Testament wundert, wiederholt Bolger, alles. Es war einfach nicht Garikons Art. Er hat immer klare Verhältnisse bevorzugt. Niemals würde er etwas so Vages schreiben. Alle, die in 10 Tagen noch leben, dürfen sich den Kuchen teilen. Nein, das ist nicht typisch für ihn. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Schnell fragen Sie nach. Was meinen Sie damit? Naja, Garikon und ich hatten fast ständig Briefkontakt. In seinem letzten Brief hat er Sorgen geäußert, dass ihn jemand verraten oder trügen könnte. Vielleicht ist das Testament ja gefälscht. Möchten Sie nachfragen, ob Bolger einen Verdacht hat oder lieber eine... gehen wir 440. Verdacht muss man natürlich äußern. 440. Blättern fürs Rollen. 440, wir haben es gleich. 420. 36. 40. Nein, leider habe ich keinen Verdacht. Garikon hat mir auch nichts Näheres geschrieben. Schade. Entfährt es Ihnen. Doch Bolger ist doch noch etwas eingefallen. Aber er hat ein Tagebuch geführt. Vielleicht steht da mehr drin. Da haben Sie das Stichwort Schwerinknolle, dann können Sie sich den Abschnitt 360 durchlesen. Ansonsten können Sie Bolger noch weitere Fragen stellen. 425. Okay. Das war die Frage. Jetzt war 421 erstmal. Ne? 421. Das Stichwort haben wir noch nicht. Schwerinknolle haben wir noch nicht. Also geht's weiter. 268. 68. Bolger, nun, der hat eine Seilerei mit finanzieller Hilfe von Garikon aufgebaut. Dafür hat Garikon auch Anteile an diesem Geschäft. Das haben wir schon, diese Anbau. 268. Der Notar übertragt, ich habe die richtige Seite auch mit 268, ja. 268. Und das bekannt war die Antwort. Komisch. Okay, Bolger. Nun, der hat. Den bestimmt hier nicht. Das ist eine Seite rein mit finanzieller Hilfe von Garikon aufgebaut. Dafür hat Garikon auch Anteile an diesem Geschäft. Der Notar überlegt einen Moment. 55% hat Garikon von Bolger. Seilerei. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie haut das nicht hin. Scheint einleuchtend. Doch Fragen an andere Person können Sie Abschnitt 31 stellen. Das ist hier falsch. Haben wir falsche Zahl aufgeschrieben? 286 vielleicht? Wie verwirrt? Wir gehen nochmal 421 zurück. 86. Wir gehen mal über 86. Gucken, ob das jetzt geht. Nee, also gehen wir nochmal zurück. Ganz verwirrt jetzt. 288? 282? Was? Der hat mich gewundert. Achso, oh Gott. Genau. 440. Herr Bolger. 440. So, gehen wir mal 440 hin. Nein, das wird nicht gemacht. 440, sorry. Wir sind jetzt aus der Spur. 440. Was war da noch? 440. Das ist natürlich doof. Das muss ich hier wieder durch die ganzen Textblättern hier. Ich kann auch Zeit verbrennen. 440. Was habe ich denn da übrigens gelesen für eine Zahl? 443. 439. 440. So. 360. 360 sollte ich.
Nein, leider habe ich keinen Verdacht. Gerikon hat mir nichts anderes geschrieben. Schade, im Fall blablabla. Am Tagebuch geführt. Vielleicht steht da was drin. Haben Sie das Stichwort schon? Dann können Sie zu. Ach nee, dann können Sie zu 360. Ansonsten gehen wir zu 425 zurück. Und dann, ja, geht's weiter mit 74 nämlich. Okay. 70, 360, da fehlt uns ein Passwort für. So. Das müssen wir erstmal haben. So, wir können jetzt aber zu 74. Sind wir das oben? So, eins. Auf geht's zu 74. Herrlich. So. Hm. Schön. So können wir auch die Zeit verbrennen. So. Wir machen die Liste auf jeden Fall durch. Die Frageliste 74. So. Wow, das ist wieder ein langer Antworttext. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Gerikon. Ihm verdanke ich meine ganze Existenz. Als sie etwas nachbohrten, erzählt ihnen Bolger, dass Gerikon ihm geholfen hat, sein Geschäft aufzubauen. Eigentlich sollte ich Seefahrer werden, doch das war, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Als ich das erste Mal auf den Mast steigen sollte, um etwas am Segel zu richten, bin ich fast nicht mehr runtergekommen. Ein leichtes Lächeln huscht über das Gesicht des Händlers, als er sich an diese Geschichte erinnert. Ich habe nämlich furchtbare Höhenangst. Es hat 5 andere Männer gebraucht, bis ich wieder heil an Deck stand. Okay. Oh. Was hat der Kapitän sich aufgeregt? So jemand wie dich kann ich doch nicht gebrauchen, hat er geschimpft und mich zum Schiff, mich vom Schiff gejagt. Selbst heute schaffe ich es doch nicht, auf einen Stuhl zu stehen. In jedem Fall lernt ich durch einen glücklichen Zufall Gerikon kennen, der mich unterstützt hat, ein Geschäft zu gründen. Er hat mit finanziell und auch mit viel kaufmännischem Rat geholfen. Dafür hat er auch Anteil an meinem Geschäft. 55% gehört ihm. Das Lächeln verschwindet wieder. Dafür ziehen sich Sorgenfalten auf die Stirn. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Ich hatte gehofft, dass ich, nun ja, zumindest einen großen Anteil an meinem Geschäft erben würde. Doch so, er zögert einen Moment, bevor er weiterspricht. Je nachdem, wer wie viel erbt, kann ich meine Existenz verlieren. Sie können gut verstehen, dass Bolger sich Sorgen macht. Während Sie sich Stichwort Belmart notiert, blättern Sie zum 425 Belmart. Belmart habe ich schon. Genau, das gehen wir zu. Auf 74. Jetzt gehen wir zu 64. Komm. Bolger nickt mit dem Kopf. Klar, Florenza, zum einen, sie ist die treue Seele hier im Haus. Es gibt nichts, was sie nicht macht. Sie schmeißt wirklich den ganzen Haushalt und hat vor allem ein Herz für Kinder. Jeder weiß, dass Torbjörn ist nicht der erste Junge, den sie von der Straße aufgenommen und einige Tage beherbergt hat. Ich glaube, wenn sie könnte, würde sie alle Straßenkinder aus dem Horas Reichs einsammeln und bemuttern. Dann wäre da noch Cora. Sie ist die jüngere Schwester von Gerikon. Sie kenne ich allerdings nur flüchtig, da sie die meiste Zeit im Namen von Ronda unterwegs ist. Tja, und Nirukon ist jetzt tot. Er ist der Sohn von Grakion. Aber das wissen sie ja bestimmt schon. Nach dem Tod der Mutter vor vielen Jahren hatte,
hatten die beiden schon immer ein schwieriges Verhältnis. Und als er sich dann noch mit Flande eingelassen hat, war alles aus. Gracion, keine Ahnung, hat ihn verstoßen, da er die Tochter seines Erzfeindes geheiratet hat. Aber warum Titanus und Garrikon diese Fehde hatten, weiß keiner mehr so genau. Da Bolger die andere Person auch nicht kennt, kehren sie zum Abschnitt 425 zurück. Okay, haben wir 100. Ja, du hast 103 jetzt dran. Jetzt gibt es ja auch schon 103. Das ist auch die letzte Frage. 425. Okay. 103. 4. 1. 103. 203. Was steht als nächstes auf Ihrem Tagesprogramm? Möchten Sie sich in der ersten Etage umsehen? Da habe ich schon aufgeschrieben, wie es da weitergeht. Möchten Sie Etage umsehen? Wenn Sie dieses nicht bereits getan haben, dann auf 419. Oder kennen Sie das Erdgeschoss noch nicht näher? Dann sehen Sie sich bei Abschnitt 53 um. Da das Wetter besser geworden ist, spricht nichts dagegen einen Spaziergang zu den Feldern 81. Oder haben Sie alles schon erkundet? Nee, habe ich noch nicht. Da muss man die ganzen Bereiche auf, die wir jetzt erkunden können. So, sind Sie bereits... Dieses bereits geht... Ja, 419? Nein. Oder kennen Sie... Augenblick. Wenn Sie dieses nicht bereits getan haben, also 419, schauen wir jetzt mal auf 419. 419. 53 als nächstes. Und... 81. Oder Sie haben alles schon erkundet, dann geht es für 394 weiter. 94. 100, so. Ja, jetzt erstmal sind wir jetzt nämlich weit oben. Da fangen wir an. Wir machen trotzdem 419 von oben an. 419, dass das weit unten ist. So, die ganzen Bilder von den ganzen. Okay. 419. Sie steigen die große Treppe wieder herauf und befinden sich in einem fast quadratischen Flur, der um den Treppenaufgang in der Mitte angelegt ist. Von diesem Flur gehen ringsherum einige Türen ab. Auf der Flurseite, an der auch Ihr eigenes Quartier liegt, befindet sich noch zwei weitere Türen. An der darauffolgenden, von der Treppe abgewandten Seite sehen Sie drei Türen. Die folgende Seite hat noch zwei Zimmer, die Wand zur Treppe hin scheint nur eine Tür zu haben. Siehe Anhang B, Obergeschoss. Okay. Hier oben auf der Galerie befindet sich außer Ihnen niemand. Möchten Sie die Gunst der Stunde nutzen und die Zimmer durchsuchen, 25, oder lieber zum Abschnitt 103? Wir nutzen die Gunst der Stunde und gehen durch den Zimmer stöbern, auf zu 25. 25. Wie immer schnell. Schnell auf 25, bevor sie alle zurück sind. 25. Sie möchten sich also ein wenig in den Quartieren der anderen Gäste umsehen. Sind Sie zufällig im Besitz des Stichwortes Wieselkraut? Nein, Wieselkraut haben wir nicht. Wenn ja, dann können Sie Abschnitt 122 verlesen. Nein, dann auf 131. Okay, haben wir nicht. Wieselkraut haben wir nicht. 131. 131. Ja,
Etwas ratlos stehen sie im Flur. Zwar möchten sie die Zimmer untersuchen, doch wissen sie nicht, wem welches Quartier zugeteilt ist. Welchen Raum wollen sie also betreten? Das Zimmer zur Treppe hin oder zur Treppe hin? Das ist die einzige Tür an dieser Seite der Wand. 161. Machen wir das knapp noch. 161. Nun stehen sie vor einer großen, mächtigen Tür. Ihnen fällt auf, dass sonst an dieser Seite der Wand kein anderer Eingang ist. Möchten Sie lauschen, bevor Sie eintreten, oder lieber ohne Vorsichtsmaßnahmen eintreten? Nein, wir lauschen erstmal. 382. 382. 382. 182. 182. Lieber lauschen. Um besser hören zu können, neigen Sie sich ganz weit vor und legen das Ohr auf die Holzfläche der Tür. Nach kurzer Zeit sehen Sie ein, dass Sie noch lange hier stehen können, ohne einen Laut aus dem Inneren ausschnappen zu können, und betreten das Zimmer. 357. Gut, hat er was gebracht? Gleich schenken können. 357. Vorsichtig drücken Sie die Klinke und die Tür gibt knarrend nach. Ehe Sie sich versehen, stehen Sie in einem großen, überaus prächtigen Zimmer. Einen Blickfang bietet in jedem Fall das enorme Himmelbett, welches mit Vorhängen aus einem glänzenden Stoff umgeben ist. Zur linken Seite neben dem Bett befindet sich ein kleines Schränkchen und ein großer Schrankwand bedeckt die ganze linke Zimmerseite. An den Fenstern, die zu zwei Seiten herausragen, sind einige bunte Glasscheiben eingesetzt. Auf einem Glas ist sogar in feiner Mosaikarbeit eine stilistische Weinrebe eingearbeitet. Kein Zweifel, dass es sicher hier um das Zimmer des Gutsherrn Gracchion Madriquez handelt. Als Sie sich weiter umsehen, fällt Ihnen auf, dass an der Rückseite des Zimmers noch eine weitere Tür in die Wand eingelassen ist. Während Sie sich weiter umsehen, können Sie nach 209 blättern. Wieder länger. 209. Oh, ziemlich weit noch. 209. Wo bist du? 217. 209. Was möchten Sie tun? Durch die eben gesehene Tür in Nachbarzimmer gehen? Sich den Wandschrank genauer ansehen? Durchsuchen? Die Truhe öffnen oder das Privatgemach des Herrn Marques wieder verlassen? Okay, ich würde sagen, wir durchsuchen erstmal diesen Raum. Fangen an mit dem Nachbarzimmer noch nicht. Den Wandschrank genauer ansehen. Das kleine Schränkchen neben dem Bett untersuchen. 144 machen wir. 144. 144, weil Tagebücher tut man ja meistens da rein. 144. Auf den kleinen Schränkchen steht ein schön geformter Zinnkrug mit dazugehörigen Becher. Wahrscheinlich hat hier der Hausherr immer einen Nachttrunk serviert bekommen. Doch was ist das? Mit spitzen Fingern heben sie etwas vom Boden neben den Schränkchen hoch, was wie der, wenn Sie Ihren Fund von allen Seiten betrachten, notieren Sie das Stichwort kleines Gänseblümchen.
Türchen. Wo waren das jetzt mit Gänseblümchen? Ich finde die Seite. Probe auf Pflanzenkunde ab. Gelingt die Probe, so geht es weiter. War eine Probe auf Pflanzenkunde. Zu Ende. Plus 8 Pflanzenkunde. So, habe ich die ein bisschen dichter dran. So. Okay, Probe auf Pflanzenkunde. Wo ist die Pflanzenkunde nochmal? Da ist die Pflanzenkunde. So, ich hab gehabt. Eine 1. Intuition. Eine 18. Was habe ich in Intuition? Intuition heißt 17. Okay, dann müsste ich hier nur einen Punkt einsetzen. Das ist okay. Und Fingerfertigkeit. Das war eine 20. Sehr schon mal geplatzt. Das ist also nicht gelungen. Obwohl die 1, wenn ich meistern würde, würde ich sagen, okay, hätte die 20 herausgekriegt, aber ich bin ja in dem Fall leider ein Spiel ausgeliefert. Ansonsten blättern sie bei der 303. Schade. Ganz unten, 303. Scheiße. Scheiß 20 Pisswürfel. 303. Nein, sie haben keine Ahnung, um welche Pflanze es sich hier handeln könnte. Vielleicht können sie ja später jemand fragen oder mehr von der amtürischen Flora verstehen als sie. Vorsicht, vorsichtig, um den Fund nicht zu beschädigen, decken sie den vertrockneten Stängel ein und kehren zurück auf 209. Jetzt ist 209, was viel Spaß macht. 209. Was möchten Sie tun? Nee. So. Ich mach das noch hier fertig mit diesem Raum, ne? Gesehen die Tür im Nachbarzimmer? Nein. Wandschrank genauer angucken auf 200. In diesem Schrank ist die Robe des Hausherrn untergebracht. Wenn Sie bis jetzt noch nicht bemerkt haben, dass es sich um einen reichen Mann handelt, dann merken Sie es spätestens, wenn Sie die Kleidungsstücke durchsehen. Hier hängen eine ganze Reihe Kniebundhosen in den verschiedensten Farben. Die meisten sind aus einem edlen Gewebe, wie zum Beispiel Samt, hergestellt. Farblich passend existieren noch einige Jacken und feine Hemden, selbst eine wunderschöne Weste, die, wie es scheint, mit Brokat bestickt ist. Finden Sie säuberlich auf einen der
Bügel. Da sonst nichts von Belang ist, schließen sie den Schrank wieder. Kehren zurück zu 209, natürlich. Und dann geht's weiter bei 209. Aber Zimmer 390. Wandschrank haben wir. Kleine Schränkchen im Bett oder so haben wir. Die Truhe öffnen. 234. 234. Ist immer noch das Tagebuch? 234. Die Truhe ist weitgehend leer. Nur drei Dinge liegen hier auf dem Boden. Eine Schreibfeder, ein kleines Behältnis für Tinte und ein in Leder gebundenes Buch. Sofort fällt Ihnen die klare und geradlinige Schrift auf, mit der Herr Madrequas geschrieben hat. Möchten Sie in dem Buch lesen? 221. Oder lieber alles in seinen Platz? Nein, wir wollen das lesen. 221. 221. Gut. 221. Ja, wie es dann weitergeht, erfährt ihr in der nächsten Folge. Bis bald. DOS verabschiedet sich. Und tschüss.